Schönen guten Abend, mein Name ist Jan Heider von CapTrader. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen CapTrader-Webinar begrüßen. Und heute, das hatte ich Ihnen so gesprochen, heute geht es darum, dass wir mal Long Calls, Spread-Optionen und das ich was alles in die investieren. Und in 2 Wochen, ich glaube, das ist am 6. Juli, wenn ich nicht irre, Jan, findet dann die Auflösung statt. Wie sieht das aus? Wie sind die Optionen gelaufen innerhalb dieser letzten 2 Wochen? Und das ist eigentlich das Ziel. Jan, kannst du schnell bestätigen, dass der 6. Juli ist, das Folgeseminar? Jawohl, ganz richtig. Das ist der 6. Juli. Und zwar wird da sozusagen das Mysterium heute, der Trade heute wird dann aufgelöst. Ja. Ganz genau. Sehr gut, besten Dank, Jan. Also heute geht es um die Spreads im Optionenhandel. Bevor ich jedoch jetzt da mit Ihnen das Seminar beginne, würde ich gern mal fragen, ich habe jetzt leider die Frage da nicht drin, aber Sie können das bei den Fragen also dort beantworten. Wer von Ihnen war am Bullspread, Bearspread Seminar dabei? Ich, ja, sehr gut. Jutta, bin ich doch sehr gut. Und heute auch. Christine. Sehr gut, also da kommen. Nein, ich war dabei. Katja, gut. Eins, ich leider nicht. Dann war das. Okay. Also gut, also ich sehe, da hat es einige, die waren dabei, andere nicht. Wie gesagt, also heute, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, das ist für Anfänger. Nein, für blutige Anfänger wird dieses Webinar wahrscheinlich zu schwierig sein, weil da setzen wir wirklich alles um, was wir da in den 3 Seminaren zusammen gelernt hatten, da im Mai, und schauen mal, was sollten wir machen, wenn? Oder das ist so die Frage, was sollten wir machen, wenn? Ich will jetzt jedoch trotzdem ganz kurz schnell die erste Umfrage in dem Fall starten. Und mal fragen, wer von Ihnen hat denn schon einmal eine Option gehandelt? Also, wer von Ihnen hat denn schon mal, ja, das sieht doch, ja, sieht ja ganz gut aus, he? Sieht ja ganz gut aus. Okay, gut, ich schließe da die Umfrage. Also, das ist sehr klar. Es sind praktisch 90%, die schon mal gehandelt haben, sehr gut. Also, da haben wir auch das richtige Publikum da. Das ist sehr gut. Wenn ich gleich die nächste Frage in dem Fall stellen darf, wer hat denn schon einmal einen Bullspread oder einen Bearspread gehandelt? Ja, auch da gibt es einige, ja, ja, yeah, das klingt doch alles super gut. Ja, ich sehe schon, da sind wieder Profis am Werk. 30% haben das schon mal gemacht, 70% nicht. Aber eben wie gesagt, wenn sie schon mal Optionen gehandelt haben, sind Sie schon mal mit dem Thema vertraut, wie das ungefähr aussieht. Und ich werde heute wirklich zeigen, wie stelle ich denn überhaupt einen Spread-Produkt zusammen und was ist überhaupt der Vorteil und der Nachteil dieser Produkte. Sehr gut. Wie Sie wissen, bei mir sind die Webinare interaktiv. Ja, 50 in den letzten 6 Monaten, wow. Also bei mir sind die Webinare interaktiv, also stellen Sie Fragen, wenn Sie da Fragen haben. Jan wird da reinschauen, wenn ich sehen kann, werde ich da auch reinschauen, aber ich sehe das eher weniger. Also wenn Sie Fragen haben, einfach die Fragen stellen, Sie müssen also nicht bis zum Schluss warten, bis ich da alles runter erzählt habe. Also, Sie kennen mich, eine Option ist eigentlich nichts anderes, Sie können die Suppe wie links essen oder Sie können die auch schön auflisten. Also eine Option ist eigentlich nichts anderes. Das wird jeder von uns das einmal eine Option gehabt haben. Sie hatten ja auch die Option, am heutigen Webinar teilzunehmen oder nicht. Ich will nur ganz kurz schnell 2, 3 Sachen im Schnelldurchlauf durchgehen. Sollte Ihnen das zu schnell sein, können Sie logischerweise da in den Fragen eben die Fragen stellen und ich versuche dann zu antworten. Es geht bei den Fragen. Stellen Sie die Frage, hey, wie haben Sie das berechnet? Nicht irgendwie, ich verstehe es nicht, weil dann weiß ich nicht, was ich nochmals erklären sollte.
Gut, also hier bei einem Long Call, das ist wirklich nur ganz kurz. Wie sieht es aus, wenn die Aktie 100 ist? Ausübungspreis 100, Optionspreis 4. Da hatte ich letztes Mal gesagt, da haben wir einen Hebel von etwa 12,5, wenn wir einfach den kaufen. Und was können wir denn da verlieren? Sind die 4 Euro, also das Limit, das Risiko ist auf das Optionsrisiko limitiert, Optionspreis. Wobei einfach aufgepasst, es tönt immer theoretisch sehr gut nur auf den Optionspreis limitiert. Jedoch, wenn Sie natürlich sagen, Sie wollen 10.000 Euro einsetzen und die sind alle da drin und Sie können dann nicht mehr schlafen, dann ist das zu viel, oder? Was ich immer sage, das ist relativ einfach. Und zwar, sorry, ich hatte die Webcam nicht eingeschaltet, hatte ich gesehen. Ja, jetzt habe ich die Webcam eingeschaltet, sorry. Es ist wichtig, wenn Sie Optionen oder wenn Sie eben Strategien handeln, dass Sie locker sind. Also wenn Sie 10.000 Euro einsetzen, dann sollten Sie die verlieren können, ohne unruhig schlafen zu können. Das ist ganz wichtig. Ich sage Ihnen eins, ich stehe jetzt dafür auf. Ich habe vor 1,5 Jahren habe ich einen Hirnschlag gehabt. Seitdem gehe ich ins Qigong. Und wieso sage ich das, weil ich Ihnen gesagt habe, Sie sollten relaxed sein, wenn Sie Optionen handeln. Und im Qigong macht man eigentlich so Übungen, um ganz locker zu sein, oder? Wirklich, und das machen wir so 2-3 Minuten, 5 Minuten oder sich was, um wirklich locker zu werden. Und ich sage jetzt nicht, dass Sie das auch machen sollten. Könnte, nützt vielleicht bei Ihnen auch. Aber bleiben Sie einfach locker, wenn Sie Optionen kaufen. Wenn Sie, Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie beim Skifahren. Wenn Sie total ängstlich da den Berg runterfahren, dann geht gar nichts. Dann verlieren Sie 100%, weil dann machen Sie die Kurve falsch und weiß ich was alles. Genau dasselbe ist es bei Optionenhandel. Wenn Sie nun einen Call kaufen oder Bull Spread oder sich was und Sie fühlen sich nicht wohl damit, werden Sie Geld verlieren. Das kann ich Ihnen praktisch garantieren. Also, nochmals zum Long Call. Eben wie gesagt, 4 können Sie verlieren. Wenn der Strike 100 ist und die Option 4 ist der Break-Even bei 104 und es tönt immer und es klingt immer so gut, dass man sagt, ich kann unlimitiert verdienen. Das sieht man ja hier. Jedoch eben wie gesagt, 4 ist Ihr Risiko, das Sie haben. Jetzt für diejenigen, die an meinem Webinar dabei waren, wird das ein einfaches sein, diese Frage zu beantworten. Wie lange hält man denn eine 3-Monats-Option? 10 Tage, 1 Monat oder 3 Monate? Wie lange hält man eine 3-Monats-Option? Also ganz ehrlich gesagt, ein Riesenkompliment. Sie antworten da mega schnell, sehr aktiv, haben schon über 60% da geantwortet. Sehr gut, ich schließe da die Umfrage wieder ab. Also, das Ergebnis, 10 Tage, das heißt, diejenigen, die da die 10 Tage gesagt haben, die waren wahrscheinlich in einem meiner Webinare oder eben in den letzten Webinaren dabei. Genau das ist ja meine Aussage. Egal wie lange die Option läuft, man hält sie nicht länger als 10 Tage. Ich zeige nachher in Beispielen da mit dem Option Master, wieso das so denn sein sollte. 70% werden wahrscheinlich eben eins meiner Webinare gesehen haben. 10 Tage, das ist so meine Aussage. Gut, falls keine Fragen da zum Long Call da sind, wir haben gut aufgepasst. Ja, genau, das stimmt. Da sehe ich aber eine Frage, aber soll ich den auch im Verlust verkaufen? Ganz, 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 ganz gute Frage, Marcel. Und zwar ist das so, wenn man etwas kauft, sollte man sich immer überlegen, wo, bei welchem Verlust verkaufe ich denn? Jetzt, das klingt natürlich ganz blöd, weil Sie wollen ja nichts kaufen, damit Sie Verlust machen, sondern Sie wollen ja etwas kaufen, damit Sie Gewinn machen können. Und es ist jedoch das eine, was sicher ist, ist, dass Sie Verlust machen können. Ob Sie Gewinn machen, das sieht man dann. Aber deshalb sollten Sie eben den Verlust wie begrenzen. Bei einer Aktie können Sie sagen, 5, 6, 10% tiefer. Bei einer Option sind vielleicht 20% tiefer, 25% tiefer.
sollten sie sagen, okay, ich wollte von hier nach, oder sie wollten von Frankfurt nach Hamburg fahren, haben aber die Autobahn nach München genommen. Da sind sie zwar auf der Autobahn, aber eben in die falsche Richtung. Also das heißt, sie müssen die nächste Ausfahrt nehmen, um dann eben nach Hamburg zu fahren. Genau dasselbe ist wenn sie Optionen kaufen. Wenn sie Optionen kaufen und sie sehen, hey Mann, ich liege falsch, ja dann weg. Oder und sagen sie sich schon so vom Beginn weg, okay, wenn ich 20% Verlust habe, dann verkaufe ich. Das muss zu Beginn gemacht werden, weil sonst verkaufen sie es nicht. Wenn es nämlich dann bei minus 20% ist, dann sagen sie, ja gut, okay, noch 10% und dann ist es irgendwie 30. Und auf einmal sind 70% Verlust, dann verkaufen sie und dann geht sie da hoch, oder? Also von dem her, geben sie sich ein Limit, wo sie verkaufen und dann weg. Ja, gute Frage, soll ich auch bei Verlust verkaufen? Weil meistens ist es ja so, dass man sich sagt, ja gut, bei 10% Gewinn verkaufe ich, aber am Schluss weiß man ja nicht, ob man die 10% oder 20 oder sich wie viel, dass man sich da aufgegeben hat, ob man die überhaupt macht. Gut, also gehen wir da weiter zum Long Call. Eben wie gesagt, man hat einen Hebel, 12,5, klingt alles gut, nur auch der Hebel, der ist eben nur von heute auf heute. Nur schon, wenn ich den Hebel heute anschaue und in einer Woche ist es ganz anders. Also sollte die Aktie der Hebel sagt ja, wenn die Aktie 1% steigt, steigt meine Option um den Hebel. Also jetzt hier 12,5. Nur wenn natürlich die Aktie erst in einem Monat um 1% steigt, da können Sie froh sein, dass Sie überhaupt Ihr Geld noch zurückbekommen. Ich würde sagen, eher nein. Also, da haben wir auch gelernt, in einem positiven Markt kann man investieren mit einem Long Call, Short Put, Long Futures oder eben einen Bull Call Spread. Das sind so die Varianten. Jetzt, was auch ganz wichtig ist, was ich Ihnen auch letztes Mal gesagt habe, das wird überall gepredigt, also welche Marktmeinung haben Sie? Die Aktie steigt stark an, die Aktie steigt leicht an oder die Aktie bleibt etwa gleich. Oder, also das ist beim positiven Momentum natürlich so. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, dass das leider nicht reicht. Es reicht nicht, ob Sie wissen, also ob Sie denken, Sie wissen ja wahrscheinlich auch nicht, dass die Aktie stark steigt, leicht steigt oder gleich bleibt, sondern es ist wichtig, innerhalb welcher Zeit. Ist es innerhalb von 10 Tagen, eben Long Call? Ist es innerhalb von 2 Monaten? Ist es noch länger und so weiter? Also Sie sollten wissen, okay, steigt an, steigt stark an, steigt leicht an oder etwa gleich, innerhalb von Tagen. Und dann sollten Sie, und das haben Sie gesehen, die Volatilität eben noch anschauen. Das hatte ich Ihnen ebenfalls gezeigt, dass Sie hier sehen und sagen, welches Produkt sollte ich denn zu welcher Marktmeinung kaufen? Sollten Sie stark positiv sein in den nächsten 10 Tagen, und die Volatilität sollte noch steigen, dann der Long Call. Jetzt haben Sie aber letztes Mal oder vorletztes Mal von mir gehört, dass die Volatilität, und darauf komme ich nachher nochmals kurz zurück, die Volatilität sinkt, wenn der Markt steigt, und die Volatilität steigt, wenn der Markt sinkt. Also das heißt, wenn Sie stark positiv sind, dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass die Volatilität steigt, sondern sie wird eher sinken. Also das heißt, stark positiv innerhalb von 10 Tagen, Volatilität sinkt, ebenfalls ein Long Call, spielt überhaupt keine Rolle. Neutral bis positiv ab 10 Tagen. Wenn der Markt sowieso raufgeht oder neutral ist, also gleich bleibt, dann sinkt die Volatilität per se. Da können Sie einen Short Put machen, das haben Sie auch gesehen, ein Short Put ist eigentlich wie wenn Sie einen limitierten Kaufauftrag für eine Aktie aufgeben würden. Also hier leicht negativ bis stark positiv, da kann man eben diesen Bull Spread machen, den wir letztes Mal angeschaut haben. Ich mag mich noch erinnern, dass da leider einigen war es zu viel, es war zu schnell. Deshalb zeige ich heute nochmals, wie die Bull Spreads und Bear Spreads, wie die
zusammengerechnet werden oder wie das überhaupt erstellt wird. Bevor wir jedoch überhaupt irgendwo etwas machen und ich Ihnen weiterhin etwas zeige, will ich Sie fragen, was denken Sie? Geht der Markt rauf in den nächsten, bis zum 6. Juli beobachten wir das. Wollen Sie, dass wir etwas machen, wo es rauf geht, und wollen Sie, dass wir etwas machen, wo es runter geht? Also ich sehe schon, ich muss da am Schluss selbst entscheiden. Das ist so ein 51-49% Poker. Okay, gut. Also ich zeige Ihnen jetzt das Ergebnis. Also viel genauer wie 50-50 hätte es nicht sein können. Also ich mache so. Jan, wir haben ja zwei Positionen aufgebaut. Also ich muss ehrlich sein, wir haben schon Positionen mit Jan aufgebaut, weil der Optionsmarkt jetzt ja zu ist. Also wir haben das rund um 4 Uhr, haben wir einige Positionen aufgebaut, und da es jetzt wirklich so ist, dass es 50% positiv und 50% negativ ist, also hätte nicht gedacht, dass es genauso 50-50 ist. Aber widerspiegelt natürlich den Markt. Die einen kaufen, die anderen verkaufen. Und das ist eigentlich ideal, wie das jetzt gelaufen ist. Das heißt, wir werden beide Positionen aufbauen. Also das heißt, wir werden einen Bull Spread, einen Bear Put aufbauen und aber auch mit Long Optionen anschauen. Und den dann eben am 6. Juli werden wir dann die Positionen anschauen, was ist mit den Positionen geschehen. Wieso ist was geschehen? Was ist mit der Volatilität passiert? Und so weiter und so fort. Heute haben wir den 20. Juni. Bis zum 6. Juli sind das 10, 16, etwa 17 Tage. Also von dem her eine gute Zeit, um das abzuschätzen. Gut, also dann machen wir in dem Fall, zeigen wir beide Positionen auf. Ganz genau. Also die Option, die könnte ich ja dann gleich nochmal zeigen. Jetzt wird ja allerdings nochmal kurz die Frage gestellt, wo ist der Vorteil von einem Bull-Call-Spread gegenüber einem Bull-Put-Spread? Ich glaube, die Frage, die so eine ähnliche Frage hatte ich schon letztes Mal. Also, kurze Antwort. Genau das gleiche Produkt, kein Vorteil. Lange Antwort, beim Bull Call Spread bezahlt man, und man bezahlt somit keine Marge, weil man den Optionspreis bezahlt, also die Differenz. Beim Bull Put Spread erhält man die Differenz. Ich werde heute jedoch nicht auf Bull Put Spreads eingehen, ich will nur die Frage so jetzt beantworten. Da erhält man Geld, bezahlt aber dafür Marge. Das ist die lange Antwort. Okay. Weitere Fragen? Für den Moment nicht. Hier wird dafür noch plädiert, dass wir auf die negative Seite wechseln, aber 50-50, wir zeigen auf jeden Fall alles. Wir zeigen beides, genau. Gut, also ich finde das super, wenn Sie Fragen stellen, weil das macht das ja interessant, oder weil Sie sollen ja am Schluss davon profitieren. Wenn Sie Ihre Fragen stellen, kann ich sie beantworten. Und das finde ich wirklich super gut, wie Sie da mitmachen. Gut, also diese Liste ist wirklich wichtig, dass Sie sich diese merken, weil teilweise eben, wie gesagt, kauft man einen Call und dann ist man irgendwie verwundert, dass die Aktie 2% angestiegen ist nach 2 Monaten und man hat Geld verloren. Und das ist leider so, weil eben die Optionen, die haben einen inneren Wert, haben wir kennengelernt, und einen Zeitwert. Und der Zeitwert kommt jede Nacht, wenn Sie schlafen, kommt der und sagt, so, und jetzt nehme ich da was weg. Und jetzt nehme ich wieder was weg. Und am Wochenende, da weiß er nicht, wie er satt werden soll, weil da kommt er am Freitag, da kommt am Samstag und am Sonntag gleich nochmals. Also da hat der Zeitwert richtig Freude und schnappt sich Ihnen das Geld weg. Gut, Volatilität, hatte ich Ihnen gesagt, zeige ich Ihnen nochmals kurz. Das heißt, diese Volatilität von 32
hatten wir auch kennengelernt, gibt eine tägliche Volatilität von 2%. Sprich, 16% entspricht einer täglichen Volatilität von 1. Was heißt das? 16% Volatilität heißt, dass man eine jährliche Schwankung plus minus 16% mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% erwartet. Und mit denen kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Wenn ich da jedoch dann das auf den Tag runterbreche, muss ich sagen, aha, diese Aktie bewegt sich die 1% rauf und runter pro Tag. Ah ja, dann könnte ich Optionen kaufen. Nee, das ist viel zu hoch. Dann sollte ich Optionen verkaufen. Und was ganz wichtig ist bei der Volatilität, man kann nicht sagen, 16% ist hoch oder 16% ist tief oder 48% ist hoch. Man muss immer zum Beispiel die DAX-Volatilität mit der DAX-Volatilität vergleichen. Sie können die nicht mit einer Facebook-Volatilität vergleichen, weil der natürlich viel mehr Schwankungen hat. Oder hier in der Schweiz eine Nestle mit einer ABB vergleichen. Das geht auch nicht. Nestle hat eine immer etative Volatilität. Also dort ist 16% schon hoch. Dort ist 12 vielleicht tief. Und bei einer ABB ist 16% tief und dort ist vielleicht 40% hoch. ABB, einfach, dass Sie es wissen, wegen der Volatilität, die ist nicht begrenzt auf 100%. ABB habe ich mal gesehen mit einer Volatilität von 160%. Also das heißt, durch 16, man hatte eine tägliche Volatilität von 10% erwartet, rauf oder runter. Damals hatte ABB riesen Schwierigkeiten und deshalb auch die Schwankung in dem Titel. Vielleicht noch was zur Volatilität. Meistens, die Frage hätte ich eigentlich so, oder ich stelle die Fragen, Sie können die ja da bei den Fragen dann beantworten. Es scheint kein Ton zu sein, also hört man mich nicht? Darf ich schnell nachfragen, weil jemand schreibt, es scheint kein Ton zu sein. Alles bestens. Es scheint mir eher ein Einzelfall zu sein. Andernfalls, nee, also hier kam das Ganze nur ein einziges Mal auf. Also alles bestens, habe auch schon empfohlen, da an der Stelle das Webinar bitte nochmals neu zu starten, denn ein allgemeines Problem liegt hier definitiv nicht vor. Okay, super, besten Dank. Nein, wegen der Volatilität und ich versuche das, also antworten Sie da bei den Fragen in dem Fall. Ich muss jetzt so, wie soll ich die Frage stellen? Ja, genau. Kaufen Sie eher eine Option, wo die Aktie stark schwankt oder wo die Aktie wenig schwankt? Kaufen Sie eher eine Option, wo die Aktie stark schwankt oder wo sie wenig schwankt? Ich habe jetzt da leider keine Umfrage drin. Wenig oder stark? Was kaufen Sie eher, wenn Sie Optionen kaufen. Also ich sehe da Christine, die bis jetzt geantwortet hat. Ah, jetzt kommen die Antworten ein bisschen rein. Ah, wenig, weniger stark. Ah, okay, gut. Also, weniger stark oder stark, das war eigentlich eine ganz böse Frage, weil es spielt keine Rolle, ob Sie eine Option kaufen, wo die Aktie wenig schwankt oder stark schwankt. Ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass Sie eher schreiben, stark schwankt, weil man leider der Meinung ist, ja, kommt drauf an, habe ich da gesehen, ja, genau. Also, teilweise und leider ist man der Meinung, dass man mit stark schwankenden Aktien mehr Geld machen kann. Jetzt, wenn man das natürlich mit Optionen macht, müssen Sie natürlich wissen, dass stark schwankende Aktien haben natürlich eine höhere Volatilität. Eine höhere Volatilität heißt einen höheren Optionspreis. Eine tiefere Volatilität heißt tieferen Optionspreis, einen höheren Leverage. Also hat beides Vor- und Nachteile. Damit Sie mit einer Nestle-Option 10% verdienen, muss die Aktie vielleicht nur 0,4% sich verändern und mit einer ABB vielleicht 1,2%. Also von dem her, es spielt eigentlich keine Rolle, ob Sie Optionen, auch Aktien kaufen, die wenig oder stark bewegen. Es kommt eben darauf an, was ist die Meinung, wie hoch ist die Bewegung.
Wenn man eben, wie gesagt, wenn man irgendeine Aktie kauft, die 1% täglich schwankt und dann denkt man, das wird aber eher auf 2% ansteigen, kaufen. Es kommt nur darauf an, wo ist die Volatilität jetzt und wohin wird sie gehen. Das ist das Wichtige, was man da anschauen sollte. Gut. Ich habe ja eine Frage gesehen, wenn man Optionen handelt, sollte man sich eher an implizite Worte orientieren und nicht an der historischen. Also, die implizite, das ist die Volatilität, die jetzt ja drin ist, und die historische, was geschehen ist. Also, man muss beide ranziehen, weil man hat ja jetzt, sagt man, jetzt ist sie bei 16. Aber sie hat in den letzten 2 Monaten, hat sie eher 19, 20, 22 gehabt. Und daraus schätzt man natürlich, was könnte sein? Glaube ich, dass es weiter runtergeht? Oder glaube ich, dass es wieder auf dieses historische Niveau geht? Also doch, ich schaue schon, wo war die historische Volatilität, damit ich abschätzen kann, glaube ich, wird die Aktie weniger Schwankungen haben? Oder wird sie mehr Schwankungen haben? Gut, also ich versuche jetzt schnell mit dem Option Master da einiges aufzuzeigen. Und ich habe da schon so etwas vorbereitet, das eben heute, 20. Juni, und dann Last Trading Day September, Verfalldatum 16.000. Mit einem Underlying von 16.354. Sie sagen jetzt, wieso 16.354? Wir sind doch nur bei 16.1 oder irgendwas, oder? Ich sage Ihnen nachher, wieso. Und jetzt 15er Vola, einfach um irgendetwas anzunehmen, 3% Zinsen. Das gibt dann einen Callpreis von 744. So, und jetzt, was machen wir? Jetzt sagen wir einfach, okay, jetzt vergehen 10 Tage. Also es ist jetzt der 30. Juni und einfach so nebenbei, wenn Sie sich diesen Link anschauen hier oben oder einfach Option Master Eurex eingeben in Google, dann können Sie den ebenfalls anschauen und ein bisschen rumprüben, sag ich dem. Ich habe hier auch sofort für alle Teilnehmer rein, sehr gerne. Also nicht googeln, gerne aufpassen, ich kopiere den derweil rein. Super, sehr gut, ja. Hier Calculate Price Volatility Matrix habe ich angeklickt, damit man hier eben diese Matrix hat. Dividenden habe ich jetzt keine eingegeben, weil Sie haben ja gelernt, dass beim DAX die Dividenden nicht im Futures Price einberechnet werden. Bei Eurostox 50 und bei SMI schon. Beim DAX werden die Dividenden nicht eingerechnet. Also habe ich hier kein Dividend Pay. Gut, jetzt habe ich ja da um 10 Tage nach vorn verschoben. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Die Option war 744 und ich klicke jetzt auf Calculate, einfach weil 10 Tage vergangen sind. Dann geht sie von 744 auf 710. Und was wir ja wissen, das mache ich Volatilitätsintervall anstatt 2 mache ich 1. Hier, okay. Und jetzt wissen wir ja, dass wenn die Aktie oder der Index gleich bleibt, dass die Volatilität eher sinkt. Also das heißt, wenn der DAX gleich bleibt, geht es eben nicht auf 710, sondern die Volatilität, die wird von 15 auf 14 sinken. Und das heißt, die Option wird auf 683 untergehen. Also einfach aufgepasst, wenn es 10 Tage gleich bleibt, da können Sie sicher sein, dass die Volatilität wahrscheinlich circa 1% im DAX, vielleicht 0,5 bis 1% runtergeht. Also das heißt von 7,88 nur noch 6,88. Und der DAX ist immer noch beim gleichen Niveau. Deshalb spreche ich von den 10 Tagen, ganz wichtig. Eine Frage, die ich glaube ich auch nicht so gestellt hatte, können Sie auch wieder bei den Fragen so beantworten. Was denken Sie, und das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht, was geschieht, wenn ich die Volatilität von 15 auf 30 hochnehme? Wenn ich die Volatilität verdopple, was geschieht mit dieser Option? Schreiben Sie einfach irgendwie Preise auf,
dass sie auf 780 geht oder 800 oder 1000. Schreiben Sie einfach irgendwie Zahlen auf. Prämie steigt, ja, das stimmt, Markus, die Prämie steigt. Vielleicht noch genau irgendeinen Preis, irgendwie so 1000 oder 800 oder 700, also 744, 750. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte diesen Master an. Ich sage Ihnen, Volatilität, Verdoppelung, und das ist ja jetzt keine Etemani-Option, aber da werden Sie staunen, was ich sage, bei einer Volatilitätsverdoppelung, da geht der, also eine Etemani wird enorm hochgehen und der auch, ich sage jetzt, der geht auf 1180, einfach um was zu sagen. 1140. 1140. Also Sie wissen, dass Sie bis jetzt nur angeschaut haben, steigt der Markt oder nicht? Was eben viel wichtiger ist, was geschieht mit der Volatilität? Natürlich genau dasselbe, wenn Sie eine hohe Volatilität kaufen und es geht dann runter. Oder ganz wichtig, oder? Also die 1400, Thomas, das war natürlich, wenn die Aktie Etemani gewesen wäre. Und jetzt machen wir das ganz kurz. Machen wir eine 15er Vola und hier geben wir 16.000 rein. Und da gehen wir wieder auf Calculate. Da haben wir 4,94. Und ich habe mal gesagt, gut, jetzt habe ich da noch 3% Interest drin, dann stimmt das nicht ganz. Dann habe ich mal gesagt, wenn die Volatilität sich verdoppelt, verdoppelt sich die At-the-Money-Option ungefähr. Also von 4,94 auf 9,33. Oder? At-the-Money-Optionen, die verdoppeln sich. Also Sie sehen, dass die Volatilität viel wichtiger ist oder genauso wichtig ist wie die Marktmeinung. Sie müssen mit der Volatilität müssen Sie umgehen können. Also Sie sehen hier Volatilität 30 gibt 933. Das sind die Volatilitätspunkte. Das heißt 29%, 28%, 27%, 26%. Also wenn die Volatilität von 30 auf 26 wieder sinkt, geht der von 933 auf 860. Also Sie sehen, da muss der Markt also einiges ansteigen, um diese Volatilität wieder gut zu machen. Also ganz wichtig, dass Sie die Volatilität im Griff haben. Gut. Also ich so wirklich nochmal super, super gut, wie Sie da mitmachen. Ah, das ist jetzt die falsche. Da habe ich die falsche. Hi. Habe ich doch die Warnche genommen. Das war die doch Spread Trades. Das ist die richtige. Ha? Also. Wir waren hier bei der Volatilität. Jetzt, ich habe da auf Bloomberg, habe ich da was angeschaut, aber das sehen Sie auch bei CapTrader, nehme ich an. Der Spotpreis des Eurostocks, der war bei 4.358, als ich angeschaut habe. Und der September Future bei 4.385. Jetzt sprechen wir von Optionen. Wieso zeige ich Ihnen den Future? Ich zeige es Ihnen gleich nachher anhand des DAX, weil es dort noch mehr ausmacht. Wenn ich jetzt hier trotzdem nochmals kurz beim Eurostox bleibe, da sehen Sie hier, der Eurostox war bei 4.359. Und das sind all die Optionen, 4.000er, 4.300er Optionen und so weiter und so fort. Und da sehen Sie, also das ist jetzt im Bloomberg und das sehen Sie leider nicht. Also ich glaube nicht, dass man bei euch bei CapTrader sieht oder bei anderen, aber das sieht man halt im Bloomberg, was für Profis da ist. Aber dort heißt es dann, okay, wie viel Dividende ist da drin und wie viel Zinsen sind drin? Sie sehen 3,82%. Zinsen sind in den Optionen drin und das heißt, es gibt einen impliziten Term, also das heißt, dass man rechnet nicht mit 4,359, um die Optionen zu berechnen, sondern mit 4,383. Und ich möchte jetzt trotzdem ganz kurz schnell neue Folie, genau, dann kann ich hier ganz kurz schnell zwei, drei Sachen anzeigen.
Sie mögen sich erinnern, dass ich Ihnen letztes Mal aufgeschrieben habe, wie berechnet sich der Future Index plus Zinsen minus Dividenden. Okay? Beim DAX, wie gesagt, nur plus Zinsen, nicht minus Dividenden. Also das heißt, Sie haben ja gesehen, dass 3,8% 3,8% Zinsen einberechnet werden und wahrscheinlich etwa 3% Dividenden. Also das heißt, dass logischerweise der Future höher ist. Das ist ganz wichtig, dass Sie das sehen. Gut, jetzt gehen wir aber zum DAX. Also einfach mit Fragen sind. Nochmals, Fragen stellen, weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Sie das letztes Mal verstanden haben. Index plus Zinsen gleich DAX Future. Index plus Zinsen minus Dividenden ergibt den Eurostox Future respektive den SMI Future. Einfach wirklich Fragen. Ich erkläre es gerne nochmals. Also gehen wir zum DAX. Also Sie sehen, der DAX, der war bei 16.159 und der implizite Term bei 16.295. Also der war 140 Punkte höher als der DAX, weil man eben 3,82% Zinsen eingerechnet hat. Und hier sehen Sie, hier steht trotzdem implizierte Dividende 0,04. Also ganz wenig, aber das hat eigentlich nicht, weil man die Dividenden einrechnet, sondern das ist, weil es steuerlich, das ist eine steuerliche Sache, dass das da rein muss. Aber ist vernachlässigbar. Also man rechnet eben mit Zinsen von 3,82%. Deshalb kommt man von den 16.159 im Septemberverfall auf die 16.295. Das heißt also, dass eben nicht der 16.159er der sogenannte At-the-Money, die sogenannte At-the-Money-Option ist, sondern eben der 16.300er, die sogenannte At-the-Money-Option ist. Und einfach, damit ich ein Beispiel machen kann, das ist der Call. Ich hatte Ihnen, glaube ich, letztes Mal von der Call-Put-Parität gesprochen. Wenn wir jetzt den 16.3er-Call anschauen, der war 410, 415, sagen wir 413. Und jetzt schaue ich schnell den Put an. Sie sehen auch hier 16.295. Der 16.3er-Put, der ist, sagen wir, 416, 3er Put, hier, 432, ja. Also, wir kaufen den 16.300er Call, wobei ich sollte den 16.2er nehmen, wäre einfacher zum Berechnen. Aber lassen wir jetzt schnell den 16.3er. Ich kaufe den 16.3er Call bei 413 und verkaufe den 16.3er Put bei 432. Machen wir 33, sieht besser aus. Es gibt 20 Unterschied. 20 Minus. Was heißt das? Jetzt muss man also von den 16.300 muss man 20 abziehen. Jetzt steht da 16.295, also ich hatte da den Future, der war da ein bisschen tiefer. Also wenn man einen Call kauft und einen Put verkauft, kommt man genau auf den Future Price. Ich habe das nachher dann weitergeschaut, also der 16.159er und einfach, dass wir jetzt schnell den 16.3er Call nochmals anschauen, der war 412 und dann ist der DAX relativ schnell auf 16.120 hier, sorry, sogar 16.112, dann war der 16.3er Call 390. Okay? Also der war bei 400, wo war das? Bei 412 und der ist auf 390 runter. Okay, einfach, dass Sie das mehr oder weniger sehen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ja gesagt, dass wir mit Jan vor dem Webinar schon Positionen zusammengestellt haben. Wieso haben wir Positionen zusammengestellt? Sie hatten ja gesagt, also 50% waren ja positiv und die anderen negativ. Also von dem her müsste man schauen, was machen wir denn? Und wir haben ja gesehen, es sind etwa 16 oder 16, sind das 10 Tage, 16, 17 Tage,
bis zum 6. Juli. Also wäre ja der Long Call, so wie ich das gesagt habe, eigentlich die falsche Position. Jetzt werden wir jedoch trotzdem, damit wir das natürlich nächstes Mal dann vergleichen können, werden wir einen Long Call anschauen und einen Bull Spread, und wir werden einen Long Put anschauen und einen Bull Spread. Jetzt habe ich da die verschiedenen Bull Spreads, muss ich ganz kurz schneiden, jetzt hat der andere Computer schnell abgeschaltet, damit ich Ihnen auch sagen kann, was wir da gemacht hatten. Die kann ich dir auch gerne diktieren, überhaupt gar kein Problem. Okay, gut. Also, gehen wir jetzt davon aus, also ich gehe ganz kurz schnell zum Long Call. Gehen wir davon aus, dass wir ganz kurz schnell, bevor ich da weitermache, ich sehe, dass da eine Frage gekommen ist, gilt das nur bei Indizes oder auch bei Aktien? Ich weiß jetzt leider nicht, worauf es bezieht. Ich habe so viel gesprochen. Markus, könntest du, also ich bin der Einzige, ich tue es euch jetzt einfach, ihr könnt mich ja nachher wieder sitzen und ich euch auch. Könntest du mir bitte schnell sagen, was die Frage war? Das gilt das nur bei Indizes, war die Frage, oder bei Aktien? Eben, nehmen wir jetzt an, wir würden den 16.000er Call kaufen und die, ja genau, die Strategien, wo hatten wir den gekauft, Jan? Ja, also es gibt, du spielst jetzt an auf den Bull Call Spread, ja? Ja, aber ich will jetzt nur mal schnell den 16.000er Call. Den 16.000er Call hatten wir gekauft zu 593,34. Also, wir hatten den 16.000er Call. Mit der Laufzeit September, ne? Genau, Laufzeit September, das hatte ich Ihnen vielleicht unterschlagen. Wir sprechen von 3-Monats-Optionen, das sind September-Optionen. Wie Sie ja wissen, ist der Verfall immer am dritten Freitag. Also die Einberechnung von gilt das noch bei Indizes, die Einberechnung von Dividenden, Zinsen? Nee, das gilt auch bei Aktien. Auch bei Aktien, da seht ihr teilweise, dass je nachdem, wie viel, ob überhaupt Dividende drin ist oder nicht, dass wenn nur Zinsen drin sind, dann sieht der Call teuer aus und der Put günstig. Ich kann das ganz kurz nochmal schnell da im Option Master zeigen. Wenn ich jetzt da 16.000 Interest Rate 3, jetzt mache ich da, muss ich da irgendwie sagen, 480 Punkte Dividende einnehmen, und wir hatten ja da 933, wenn ich jetzt da 480 Punkte Dividende reinnehme, hatte ich gesagt, das ist der Plus Zinsen minus Dividenden. Also wird der Preis jetzt massiv, also auf 692 runtergehen. Und das sieht jetzt natürlich sehr günstig aus. Dafür sieht der 16.000er Put sehr teuer aus. Es ist immer wichtig zu wissen, ist in der Laufzeit wohl, wie sagt man, Dividende drin oder nicht? Ja, das gilt auch bei Aktien. Das ist auch bei Aktien so. Also, wir hatten da 593, den wir bezahlt für den 16.000er Call. Jetzt einfach, um das Ihnen schnell zu erklären oder euch zu erklären, wenn wir hier jetzt den Break-Even berechnen wollen, der ist relativ einfach berechnet. Wir bezahlen ja die 16.000 plus 593. Also das heißt, dass der Break-Even, nicht Fragezeichen, ich habe hier das Resultat, der ist bei 16.593. Break-Even, wenn man nur den Call kaufen würde. Okay? Wir haben aber jedoch nicht nur den Call gekauft, sondern wir haben eben den Call gekauft und einen anderen verkauft. Wir haben den 16.3er Call verkauft. Ich hatte Ihnen ja letztes Mal beim Webinar erklärt, dass eben ein Bull Spread, da kauft man immer den unteren und verkauft den oberen. Ich glaube, den 16.3er haben wir verkauft, oder Jan? Ganz genau, den 16.3er, den hatten wir geschrieben. Das war zum Preis von 395 knapp.
3,4, also der eine gekauft bei 5,93 und den bei 3,95 verkauft. Ganz genau. Also das gibt 198, hä? Okay. Ja. Also, sorry, das war vielleicht zu schnell, die 198. Was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben nicht nur den gekauft, sondern wir haben eben auch, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das mache, nicht, dass ich da, also wir haben den plus 16.000er 593 gekauft und minus den 16.3er Call 195. Okay? Ich hoffe, Sie mögen sich noch erinnern, man nimmt die Differenz der Strikes, die schaut man einmal an und dann schaut man aber eben auch, was habe ich denn bezahlt? Also wenn ich 593 bezahlt habe und, wenn ich 593 bezahlt habe und 395 erhalten habe, da habe ich ja vorhin schon gesagt, da ist die Differenz, also mein Einsatz, ich schreibe das schnell so, mein Einsatz ist 593 minus 395, gibt mein Einsatz ist 198. Jetzt, wir sehen, der Spread, der ist 300. Also das heißt, maximaler Gewinn berechnet sich gleich 300 der Spread minus das, was ich bezahlt habe. Also das heißt, im Maximum kann ich 92 verdienen. 92 auf 198 sind rund 50%. Jetzt, wo ist denn jetzt der Break-Even? Ja gut, mein Einsatz ist 198 und der Strike, der untere Strike ist 16.000. Also ist hier der Break-Even bei 16.000 plus die 192 gleich 16.192. Also Sie sehen, der Index ist jetzt, wo haben wir das gesagt, der Index ist bei 16.159 und sogar, wenn ich den Future nehme, bei 16.295. Und wir haben jetzt einen Break-Even, also wenn wir per Verfall bei 16.192 sind, und da seht ihr, dass wir hier keinen großen Zeitwertverlust haben, also beim Long Call haben wir enorm viel Zeitwert drin, was wir hier nicht haben. Also das heißt, wenn wir bei 16.300 sind per Verfall, jetzt muss ich das ein bisschen aufnehmen. Hier wird es nur ganz kurz geschrieben. Also der maximale Gewinn liegt bei 102. Da hast du 10 unterschlagen. Das finde ich doch cool. Habt ihr das? Ich wollte nur schauen, ob ihr das berechnen könnt. Nee, natürlich nicht. Super cool. Das sind sogar 102, oder? Ist ja mehr als 50% in dem Fall, die man hier verdienen kann. Break-Even ist bei 16.192 und 16.192, was wollte ich da noch schreiben, Gewinn, genau. Also, wenn ich jetzt da schaue, hier Break-Even bei 16.593, hier bei 16.192. Also das ist Long Call im Vergleich zum Bull Call Spread. Und jetzt, damit ich... Also wenn per Verfall der Index bei 16.192 ist, wieso mache ich 92, ist der 98, ich habe ja auch hier falsche Zahlen genommen. Hä? Also 16.198, also bei 16.2 rund, da sind wir Break-Even. Okay? Wenn wir bei 16.3 sind, da haben wir schon 50% verdient. Und jetzt berechnen Sie mal, der ist 600 rund. Damit man da 50% verdient, muss der ja auf 900 drauf. Also das heißt, der Index müsste auf 16,9 per Verfall. Und hier reicht schon, wenn wir bei 16,3 sind und Sie haben die 50%.
Also Sie sehen, der Break-Even ist viel tiefer, als wenn ich nur einen Long Call kaufe. Also wir nehmen diese beiden Produkte hier, den 16.000er Caller 5,93, werden wir das nächste Mal vergleichen mit dem Bull Spread 16.000 auf 16.3 für 198. Da haben wir 102 gekriegt. Verstanden, wie ich das berechnet habe, nehme ich an. Sonst einfach, wie gesagt, einfach fragen. Also, jetzt gehen wir zum Put. Beim Put, da habe ich etwas Spezielles zusammengesetzt. Der Index, der ist ja bei der Future bei 16.295. Meistens kauft man ja einen Put, der ist ein bisschen out of the money, also den 16.000er. Wo haben wir den 16.000er gekauft, Jan? Also den 16.000er wieder von der Option oder von der anderen? Den Put, 16.000er Put. Den 16.000er Put. So, der 16.000er Put. Den haben wir gekauft zum Preis von 330. Also, wir haben den, da mache ich auch gleich wieder Folie duplizieren. Gut, also. Hier berechnet man den Break-Even natürlich nicht plus, sondern minus. 330, hast du gesagt? Ganz genau, 330. Also 16.000, also der Break-Even ist jetzt beim Put. Ich muss das vielleicht noch schreiben, dass der Put ist und die anderen Call. 16.000er minus 330 gibt nach Adam Riese 15.000. Ich könnte ja jetzt sagen 15.600, oder? Dass ich wieder korrigiert werde, aber ich finde das wirklich gut, dass ihr das gemerkt habt. So mache ich es falsch. 15.670, jetzt haben wir es. Also, der Break-Even, wenn ich nur einen Put kaufe, ist 16.000 minus die 330, die ich bezahlt habe, gibt 15.670. Das ist die eine Möglichkeit, die man da kaufen kann. Ah, ich habe das schon gesehen, sorry schnell, bei oben 192, ja, war natürlich richtig, 102, ja, ja, eben, ich sage jetzt, dass ihr seid Profis, ganz gut. 16.3er Long Call und 16.000er Short Call. Nee, es war der 16.000er Long, hatten wir gekauft, und den 16.3er hatten wir verkauft. Das sind diese beiden. Gut, und jetzt haben wir ja den 16.3er Put gekauft zu 330 und wir hatten Jan 15.8er, glaube ich, verkauft, oder? Genau, also der 15.8er wurde verkauft zu 273 und genau der 16.000er zu 330. 200, wie viel? 273. 273, also 330 minus 270 gibt 3050, 3060, es gibt 57. Hä? Also, mein Einsatz, stimmt das? Ja, genau, gibt 57. Hä? Also, wieso? Das Spread ist jetzt nicht 300, sondern das Spread ist 200, also 16.000 minus 15.8. Der maximale Gewinn ist in diesem Sinn 200 minus, jetzt erschrecken Sie bitte nicht, minus die 57. Das gibt ein Potenzial von 143. Genau. Also gibt ein Potenzial von 143 und einfach, wenn Sie 57 Einsatz haben und 143, das wäre dann der Erfolg, auf 57 gewinnen können. Also Sie sehen, Sie gehen ja von 57 auf 200. Das ist praktisch eine Vervierfachung. Ich sage jetzt, das sind am Schluss 350%, also plus 250%, die Sie da verdienen könnten. Das ist schon enorm. Also damit Sie hier den vervierfachen, muss ja der auf 1000, ich sage jetzt rund, 1200 gehen. Sprich, der Index müsste auf 14.800 runter, damit Sie diesen Ertrag schlagen können. Und wenn wir das jetzt anschauen, wo ist denn jetzt der Break-Even? Aha, jetzt, es ist ja ein Put, also Break-Even
ist die 16.000 minus die 57. Also haben wir einen Break-Even, ja, nicht 56.000, das wäre viel, ne? Haben wir einen Break-Even von 15.943. Okay? Also Break-Even von 15.943 im Vergleich zu 15.670. Und jetzt, wenn der Index immer dort, wo man verkauft, wenn der Index per Verfall bei 15.800 ist, also wir spekulieren ja, dass es runtergeht, wenn er auf 15.800 geht, dann haben wir den maximalen Gewinn von 143, also sprich, dann haben wir etwa 250-300% verdient. Um damit 300% zu verdienen, müssten wir, wie gesagt, auf 14.800 runter, also nochmals 1.000 Punkte runter. Was wir jetzt eben nächstes Mal anschauen werden, ist der 16.000er Put. Hat sich der gelohnt? Und wenn ein Crash geschieht, wenn es da 20% runtergeht, dann wird der 16.000er Put besser sein. Wenn es jedoch so ist, wie es jetzt in den letzten Monaten war, da können Sie sicher sein, dass die Spread-Kombinationen besser sein werden. Okay? Aber wie hoch stand der DAX bei den beiden Beispielen? Das habe ich schon nachgeschaut. Habe ich schon nachgeschaut extra. Also ich hatte diese Orders platziert. Zur Ausführung kamen sie konkret um 16.45 Uhr roundabout. Also da stand der Index zwischen 16.120 und 16.130 Punkten. Genau, ganz wichtig. Stimmt. Warte mal, schreiben wir doch das dahin. Du hast es dir zwar gemerkt, oder Karl? Genau. Und dann schauen wir noch DAX bei 16.125, sagen wir. Hä? Genau, das wäre die goldene Mitte, ganz richtig. Okay, also ungefähr hier. Okay, das ist natürlich wichtig, logisch ist natürlich wichtig, das zu wissen, damit wir nachher danach schauen können, wo ist es denn. Also wenn wir das jetzt schauen, DAX bei 16.125, sehen wir hier, da haben wir rund 470 Punkte Zeitwert, 470, also der größte Teil der Option ist Zeitwert. Hier bezahlen wir 198, also ist hier der Zeitwert irgendwie 70, immer noch ein großer Teil, aber prozentual viel weniger wie hier. Und einfach, wir haben jetzt den 16.000 und den 16.3er genommen, wären sie super, super, super positiv. Und ich mache das eine ganz kurze Rechnung, wenn ich noch darf. Dann könnten Sie natürlich den 16.5er Call kaufen bei 200, ich sage jetzt Mitte 285. Vielleicht ganz kurz, weil ich da jetzt 285 gesagt habe. Bei euren Optionen, da sind Sie gut daran, nicht einfach den Briefkurs zu bezahlen, sondern setzen Sie irgendwas in die Mitte plus 1 Euro und dann werden Sie zu großer Wahrscheinlichkeit, werden Sie den Deal dann kriegen. Also, sagen wir, wir kaufen den, was hatte ich gesagt, den 16.4er. Nee, das war nicht der 16.4er. Der ist 3,35, das haben wir hier gesagt. Ah, hier, den 16.5er hatte ich gekauft. Hier, den 16.5er bei 285 und wir verkaufen den 16.6er bei 238. Also, 2,85, 2,38, 50, 47. Okay? Also es gibt einen Einsatz von 47 und man kann, die Differenz der Spreads ist ja 100, da kann man verdoppeln. Also Sie sehen logisch, wenn ich einen höheren Strike, einen Out-of-the-Money-Strike nehme, dann kann ich natürlich nicht nur wie hier beim 16.000 auf den 16.3er 50% verdienen, sondern hier 100%. Dafür ist natürlich der Break-Even höher. Nur wenn Sie einfach den 16.000er Call gekauft hätten und wir sind dann bei 16.6 per Verfall, wären Sie beim Einstand und hier hätten Sie verdoppelt.
Also von dem her, Sie müssen dann eben, wie gesagt, verschiedene Strikes anschauen. Welchen soll ich denn kaufen? Soll ich den kaufen? Soll ich den kaufen? Und wieso sieht jetzt der Put, den wir da gemacht haben, prozentual viel besser aus als der Call? Das ist eben, weil ich Ihnen ja gesagt hatte, der Future, der Spot ist zwar bei 16.113, aber der Future, der ist 140 Punkte höher und das ergibt dann natürlich eben mit diesem Future-Preis werden dann natürlich eben diese Optionspreise berechnet. Okay? Und das ist ganz wichtig für Sie zu wissen. Deshalb sind natürlich die Put-Preise, ich hatte ja den 16.000er auf den 15.8er haben wir angeschaut. Deshalb haben wir da einen vervierfachten. Hätten wir um den 16.300er irgendetwas gekauft, sage jetzt 16.2er auf den 16.4er auf den 16.2er, also 16.4er bei 4,77 minus 3,95, das gibt irgendwie 180, irgendwie so um den Dreh herum. Das stimmt nicht, da habe ich falsch gerechnet. Also 4,77 minus, was hatte ich gesagt, 4,77 minus 400. Ah nein, sorry, es gibt etwa 80, und man könnte 120 bedienen. Also hier ist immer noch gut, ist einfach weniger, wie wenn es beim Put tiefer geht und beim Call wäre es einfach in die andere Richtung. Ist mir bewusst, dass es jetzt relativ viel war, deshalb, wenn Sie Fragen haben, also wirklich Fragen, wie das geht. Sorry, ich sehe da hier in der TWS werden aber Zinsen und Dividenden nicht mit eingerechnet, oder doch, hat ja nichts mit, also TWS ist die Trading Station, wie sagt man? Die Trader Workstation, ganz genau. Ja, also doch, die ist natürlich ganz klar, also weil auf der Trading Workstation sieht man ja nur die Preise und das hat ja nichts damit zu tun, ob das vom CapTrader kommt oder irgendwie von Bloomberg. Weil die Preise, das sind ja, Sie wissen ja, an der Eurex gibt es ja Market Maker, die stellen Geld Brief. Und das ist bei Bloomberg sind genau die gleichen Preise drin wie bei der Trading Workstation, also bei der TWS von CapTrader. Da sind die Zinsen und Dividenden definitiv einberechnet. Weil werden die nämlich nicht einberechnet, da mache ich eine ganz kurze Schlaufe auf. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aktie. Oder Sie wissen, morgen bezahlt Bayer 4% Dividende. Okay? Und dann wissen Sie doch, dass morgen die Aktie 4% tiefer ist. Also müssten Sie doch heute einen Put kaufen und morgen wieder verkaufen. Aber weil es eben einberechnet ist, bringt das gar nichts, weil es ist alles einberechnet. Und wenn Sie heute einen Put kaufen, ja, und die Dividende geht weg, geschieht gar nichts. Null. Das sollte ja so sein. Also, dass die Dividenden und die Zinsen, die sind in allen Preisen sind die drin. Okay? Also, wie gesagt, es ist schon 7:05. Wir sehen uns am 6. Juli und lösen das Ganze da auf. Sollten Sie Fragen haben, ich bin noch 5 Minuten da. Also von dem her stellen Sie die Frage, wenn Sie irgendwo eine Frage haben. Und wie gesagt, ich hätte da noch ich hätte noch viel, dass ich da fragen könnte, aber ich will lieber, dass Sie fragen und ich kann da antworten, wenn es da noch irgendwas gibt. Also zunächst kommt hier mal die positive Resonanz. Vielen Dank, habe wieder sehr viel gelernt. Wunderbar. Und ansonsten... Jawohl. Und ansonsten auch nochmal von mir der Aufruf. Ja, also Sie können da gerne jetzt noch letzte Fragen stellen für den heutigen Abend. Und ansonsten machen wir am 6.7. weiter und dann geht's noch tiefer in die Materie. Dann geht's, ich würde so sagen, nein, tiefer geht's nicht, weil heute ging es schon tief, das muss ich schon sagen. Am 6. Juli könnte es einfacher sein, weil da schauen wir einfach die Resultate an. Wäre denn ein Long Call besser gewesen gegenüber eines Bull Spreads? Oder wäre eben der Bear Put besser gewesen gegenüber eines Long Puts? Und logisch,
die einen, also wir hatten ja 50-50%, also 50-50, also von dem her, die einen werden recht bekommen und die anderen halt weniger. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. So, jetzt gibt es tatsächlich nochmal eine Frage. Und zwar könnte man die angesprochenen Optionen at the money, out of the money in einem Rechenbeispiel, in einem Portfolio mit darstellen, was die Prämien sind und was die Break-Even-Punkte sind und wie sich diese berechnen. Das wird hier gefragt, das wäre sicherlich nochmal schön als Übersicht. Also ich lese die Frage, also könnte man die angesprochene Option, hätte man ja zu einem Rechenbeispiel einer Folie mit darstellen, was die Prämien sind. Ah, ja, logisch. Also, soll ich das jetzt machen oder wollen Sie, dass ich das nächstes Mal da schön vorbereitet habe, dass man da dann sieht, eben, ich habe das, also das ist eigentlich das, was ich hier ganz kurz, schnell angeschrieben habe. Das sind die Break-Even, aber wie Sie gesagt haben, in einer schönen, wie soll ich sagen, Grafik oder nicht Grafik, in einem schönen, ja, ein bisschen besser dargestellt, kann ich das definitiv machen für das nächste Mal, damit man auch sieht, hey, wir haben das bezahlt, was war mein Einsatz, was ist das Brett, was ist der maximale Gewinn, etwas schöner dargestellt, das kann ich auf nächstes Mal, auf den 6. Juli, kann ich das machen. So kann man es nämlich besser vergleichen. Ja. Perfekt, wunderbar. Dann machen wir das doch gerne zum nächsten Mal. Und dann wird hier auch darum gebeten, dass quasi mal ein Beispiel noch genommen wird mit einer Aktie, die wir dann am besten veroptionieren beim nächsten Mal. Mit einer Aktie, okay, kann man auch machen, ist alles genau dasselbe. Das letzte vielleicht noch, eine Spread-Option, das werde ich nächstes Mal auch noch wiederholen. Umso höher die Volatilität, umso mehr lohnt sich, eine solche Spread-Option zu machen. Gute Idee mit der Aktie, da werde ich schauen, dass ich da eine Aktie mit einer hohen Volatilität sehe. Und werde da genau das gleiche Beispiel machen. Also wir werden das auflösen und mit einer Aktie, ich schreibe mir das auf, Aktie mit hoher Vola, werden wir das nochmals durchgehen. Also, besten Dank und ich hoffe, Sie natürlich am 6. Juli wieder zu sehen, wo wir das Ganze auflösen. Danke dir auch, Jan, dass ich da die Möglichkeit habe, Eurex ein bisschen näher zu. Vielen lieben Dank dir. Ja, gibt noch sehr viel positive Resonanz. Ja, allen Teilnehmern dann noch einen ganz schönen Abend und dann hören wir uns wieder am 6.7. Und ich freue mich aufs nächste Webinar mit dir, Enzo. Bis dahin. Besten Dank, danke, ciao zusammen. Ciao.